Ja, meine Eltern haben gesagt, solange es nicht viel zu viel wird, sagen sie nichts. Aber wenn es zu viel wird, dann müssen feste Zeiten angelegt werden und auch, wo ich dann das Handy abgeben muss und so. Medienzeit ist die Zeit, die wir jeden Tag mit Medien verbringen. Die Zeitung, Fernsehen, Computer, Smartphone, Tablet, Musik hören, das alles zusammen macht die Medienzeit aus. Und da es neben Medien natürlich auch noch andere Dinge gibt, ist es vielleicht gut, wenn Kinder oder Jugendliche mit ihren Eltern eine Vereinbarung darüber treffen, wie viel Medienzeit jeden Tag gut für sie ist. Also meine Mutter erlaubt mir jetzt nicht so lange, wenn überhaupt, also so eine Viertelstunde am Tag. Ich glaube, das größte Problem für Eltern ist, die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen zu verstehen. Für Kinder und Jugendliche ist es ganz wesentlich, online zu sein, kommunizieren zu können. Ich glaube, dass es mit dem Smartphone ein bisschen zusammenhängt, weil man halt auch öfters mal wieder auf sein Smartphone guckt, was auf WhatsApp ist. YouTube, Twitter, Instagram. Das zuzulassen und sich mit den Kindern und Jugendlichen über vernünftige Grenzen zu einigen. Ich glaube, das ist mit die spannendste Herausforderung. Ja, dann will man halt unbedingt weiterspielen. Wenn dann zum Beispiel meine Mutter reinkommt und sagt, hört doch mal auf, dann sage ich, aber gerade ist es so spannend. Und dann sagt sie, ja, wenn überhaupt, dann noch eine halbe Stunde. Und dann vergesse ich halt die Zeit total und dann spiele ich einfach weiter. Ich denke, gerade mit Blick auf jüngere Kinder ist es ganz wichtig, den gemeinsamen Gebrauch von Medien anzuschauen und einzuüben. Also gemeinsam spielen. Meinetwegen gemeinsam auch mal zocken oder mit der Wii oder ähnlichen Geräten. Und ansonsten in Kontakt bleiben, im Gespräch bleiben darüber, was tust du? Ich interessiere mich für dein Leben. Ich denke, das ist so die Basis, die wichtig ist in jedem Themenfeld der Erziehung, nicht nur bei Medien. Ziel ist ja in der Regel Mündigkeit. Das heißt, wir wollen starke, selbstbestimmte junge Menschen, die ihr Leben verantwortlich gestalten, auch mit Medien.